keine Ahnung, ob das sinnvoll ist mit D100. Lemon Party. Ich weiß es nicht. Lustig ist es auf jeden Fall. Lustiger, sagen wir mal so. Jo, bye bye, Andy. Ich bin eigentlich stark davon ausgegangen, dass wir das heute schaffen, aber das eine Item hat es jetzt kaputt gemacht, ne? Echt schade. Ich habe gewusst, dass da irgendwas war und habe es trotzdem mitgenommen, ich Depp. Super dämlich eigentlich. Super dämlich. Probieren wir es mal mit dem D100. Das wird lustig. Brauchen wir eigentlich auch nur eine Batterie? Mit dem D100 ist halt ein bisschen leichter, weil die Items halt immer gerollt werden. Boah. Komm, Schlüssel kann man es noch kaufen. Hahaha! Nope. Das war das Arschloch-Item von eben. Ich könnte mir auch noch ein HP eigentlich kaufen, einfach. Ich brauche ja sonst nichts mehr. Ich kann ja frei rerollen jetzt gleich. Mal gespannt, ob das was wird. Nervt mich schon ein bisschen, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Retro Vision. A pretty fly, okay. Dann nicht so weit da hochlaufen. Ich guck mal, wer da kommt. Thank you.
Gott, der hat ihn runtergekickt. Oh. Er macht ziemlich viele von den Dingern gerade. Alright. Dann halt nicht. Ist echt blöd, wenn du nur noch sowas zu tun hast, ne? Da ist er wieder. Ich habe sogar das Gefühl, das könnte sogar besser funktionieren als mit dem D20. Range down, schade. Echt? Nein, nicht auf. Doch, ich muss sie aufnehmen. Erste Ebene darf ich ja noch aufnehmen. Einer hat es überlebt. Hä? Achso. Nein! Doch, sie darf sie aufnehmen. Warum sage ich immer nein? Okay. Junge, komm runter. Okay. Könnte ich eigentlich hier schon mal rerollen, ne? Das was zu rerollen? Ja, warum nicht? Machst du nix? Ja, das bringt nix. Nehme ich lieber ein paar Münzen noch mit. Das war nett. Luck up. Vergünstigter Schlüssel, den nehmen wir auch noch mit. Ach, guck mal, hier muss ich ja eh noch rein. Nein. Bringt zwar, glaube ich, hier gar nichts, aber... Da sind halt verdammt viele Items mittlerweile, ne? Deswegen ist so ein Gamebreak gar nicht so einfach. Das ist fair. Ich will jetzt eigentlich noch gar nicht rerollen, jetzt bringt es ja auch noch nichts. Nein! Jetzt muss ich die Münzen liegen lassen.
den auch noch. Der hat aber viel AP. Komm schon. Aua. Angel Deal. So, und Reroll. Ah, ich habe keinen Schlüssel. Lass mal gucken, ob hier eine Batterie ist. Nee. Ach, 99 Bomben bekommen, das ist ja nett. So, jetzt bitte eine Batterie und dann ist doch alles gut. Keine. Da ist doch eine Batterie. Super. Aber Abel müssen wir natürlich trotzdem gleich mitnehmen. Hier müssen wir auch noch rein. Magic Marsh absahnen. Tour of Clubs. Ah ne, Tour of Clubs ist ja Bomben. Scheiße. So, was haben wir eigentlich hier unten noch? Nichts. Okay. So, 10 Dinger haben wir. Oh. Wie machen wir das jetzt? Ich brauche irgendwann so einen Super-Duper-Schlüssel, sonst wird das hier auch wieder sehr knapp. Ich weiß auch nicht, ob die Items, die ich habe, ob die dann aus dem Pool raus sind. Aber ich glaube schon. Ja. Und dann müsste ja irgendwann muss das ja kommen. Irgendwann muss ich ja Chaos haben. Oder ob Chaos noch zählt, wenn ich es hatte und dann wieder nicht mehr habe plötzlich. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir wieder recht wenig Münzen, ne? Pretty fly. Oh, das ist gut. Ich sollte es eigentlich mal, glaube ich, sein lassen und die Schlüssel dort lassen. Und erstmal ein bisschen was aufbauen hier. Ah, den einen habe ich, den kann ich jetzt auch aufmachen hier. Obwohl meistens sind ja da mehr Sachen drin als... Ah, 3 Stück. Okay. So. Dann nehmen wir sie doch lieber mit. Hier unten ist noch nichts, ne? Ne. Okay. Ah, ich kann mir auch mit Gulp hier Dings machen, mit Swallowed Penny. Das ist ja auch ganz nett. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal.
Boah, das ist verdammt eng alles hier. Wieder. Okay. Okay. Das wird so nix. Das sind viel zu wenig Items. An. Unglaublich. Aber ich brauche ja das Geld. Keine Kistendrops. Der Arsch hat mir die Münzen weggeklaut. Gut, ich kann das ja jetzt jede Ebene machen, ne, fast. Oh yeah. Easy. So wegen dem Herzchen, ne? Okay. Ja, optimal ist was anderes. Gut, hier kannst du vergessen jetzt. Machen wir nicht. Nehmen wir alles schön mit. Dann machen wir das in der nächsten Ebene nochmal. Was ich jetzt aber noch mache, ist hier gucken, ob einfach Chaos kommt. Hier kommt Chaos und ich kann es nicht kaufen. Scheiße. Doch, ich kann ja selbst verletzen, bis ich genug Geld habe. So. Und ich krieg noch eine Bombe, toll. So. Jetzt gucken wir mal. Was habe ich denn eigentlich? Oh, ich lade ewig auf. Was habe ich denn? Okay. Nichts Besonderes. Einfach nur eine super schlechte... Raid. Ne, da ist doch. Da ist eine Batterie. Scheiße, warum habe ich denn gesprengt? Gib mir nochmal eine Batterie, bitte. Gib mir eine Batterie jetzt. Jetzt habe ich mir selbst zuzuschreiben. Das war selten dämlich. Okay, dann fahren wir hier halt ein bisschen. Wenn ich nicht drauf gehe. Denn ich habe eine ganz schlechte Tier-Ray. Damage ist in Ordnung, aber Tier-Ray ist richtig kacke. Was, warum hat er jetzt nicht geschossen? Oh mein Gott, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Damage ist eigentlich ganz in Ordnung, ne? Oh Gott. Okay. Warum habe ich ab und zu einen Triple Shot? Ach so, ja, ich sehe es schon. So.
Will das nicht kaputt gehen? Ich mag das eigentlich mit dem. Mit dem D100. Das ist schon ganz lustig eigentlich. Nochmal. Oh, das sind drei sogar. Wohl das Teil erwischen. Aber nicht so. Okay. Tja. Was soll ich sagen? Nichts von dem brauche ich. Ich hätte rerollen können da drin, ne? Okay, hier brauche ich nichts mehr. So, jetzt bitte eine Batterie und dann probiere ich das nochmal. Letztes Mal hat das auch funktioniert. Das war ohne Probleme, dass ich so einen Game Break machen kann. Ich verstehe auch nicht, warum. Naja. Da ist die Batterie. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier normal durchkommen. Wir Guppy? Ja, wir sind ja Guppy geworden. Das bleibt ja bestehen, ne? Nein! Nicht aufnehmen. Oh, wie dumm. Komm schon, Junge. Okay. Nochmal die Tante hier. Ah, das ist scheiße. Der Fred. Ne, hast nichts verpasst. Außer dass der Gamebreak nicht funktionierte, weil ich ein scheiß Item mitgenommen habe vorhin. Also nichts verpasst. Oh Gott, was habe ich? Oh ne, 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 ne. Du Arsch. Warum bewegt sich das alles auf mich zu? Ich habe wieder irgendeinen Scheiß. Okay. Ich brauche Guppy's Tail ganz dringend, damit mehr Kisten spawnen. Das wäre sinnvoll. Thank you.
Tag 10, oder? Jetzt der nächste Gamebreaker, ich probiere es zumindest. Nee, ich bin nicht damit zufrieden, weil ich komme nicht voran. Das nervt mich. Das Einzige, was mich nervt, ist das. So ein Gamebreak kannst du ja hier easy machen. Das ist ja wirklich nicht das Ding, aber es kommt nichts bei rum. Das ist das Problem. Aber jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Das sieht jetzt echt schon ein bisschen besser aus. So. Ace of Hearts. Was haben wir hier? Ace of Clubs. Mit was mache ich mit dem Run kaputt? Mit dem immer wieder würfeln? Warum mache ich mit dem Run kaputt? Ich will doch nur die zwei Items finden. Mehr will ich ja nicht. Ich hab Chaos und will einfach nur die zwei Items finden, damit ich die letzten zwei Achievements bekomme. Sonst würde ich das so nicht machen. Ich habe nicht einmal einen Gamebreak gemacht, bis ich alle Achievements hatte. Das nicht. Das würde ich niemandem mal. Mir macht das auch keinen Spaß, das zu machen, aber ich will halt das Achievement haben. Spaß macht's schon, das ist falsch ausgedrückt. Macht keinen Spaß, ist falsch. So, schnell raus. So, was haben wir denn hier? Das sieht aber echt schon besser aus jetzt. Keine Ahnung, warum es vorhin so wenig Items gab. Kein Plan. Ist immer noch nicht so, dass ich super zufrieden bin, weil ich hätte jetzt gerne halt einen normalen Gamebreak, ne? Heißt also, dass ich auf der Switch das Gleiche machen kann? Ja klar kannst du das machen. Das war mal nice. Oh, der klaut mir alle Münzen. Nope. Kleiner Arsch. Lass es sein. Komm, ich muss mal wieder was kaufen.
Irgendwann kommt die Blank Card und dann kommt auch irgendwann das andere und dann können wir einen normalen Game Break machen. Nee. Ich bräuchte unendlich Schlüssel, nicht unendlich. Da ist ein unendlich Schlüssel, super. Judgment. Der Croc Penny, den muss ich auch kurz aufnehmen, auf jeden Fall. Hier ist noch eine Karte. Nochmal Two of Clubs. Scheiße. Ups. Nee, falsch. Den hier brauche ich. Ja, der Penny ist cool. Das stimmt. Das stimmt. Der macht entweder das, Doppel ist oder nix da ist, ne? Ich habe schon Chaos, das ist gut. Das heißt, es kann jetzt jeden Moment einfach passieren. Dass wir... Oh, so Stil. Nee, brauche ich eigentlich nicht nehmen. Scheiße. Dass wir die beiden Items finden, kann jeden Moment passieren. Die können jetzt auf jeden Kisten drin sein. Was war das? Jo. Ganz genau. Was war das denn eben? Ach, ich habe einen Eternal Heart aufgenommen. Ace of Diamonds. Two of Diamonds brauche ich, Mann. Wieder keine Two of Diamonds. Keine Two of Diamonds. Schade, ne? Reinschieße, kann ich gleich mal gucken. Nix. Vierfach Messer. Okay, jetzt ist eh vorbei. Also, jetzt habe ich eh den Gamebreak geschafft, denn ich habe Glitterbombs. Und... Glitterbombs und unendlich Bomben ist Gamebreak vom Prinzip. Mit einem D100 auf jeden Fall. Ja, wenn du Messer hast, passiert eigentlich nicht mehr so viel. Könnte ich eigentlich auch mal füttern hier den Typen. Ja, genau. Muss ich aber auch mitnehmen.
War das da unten? Wolf Clubs. Ah, da ist noch eine Kiste. So, sonst ist hier nichts mehr, ne? Dann geht's wieder weiter. Wieder ein Item weniger. Okay. Ich weiß ja nicht, ob diese Items, die ich hier über den D100 da drüben habe, ob ich die immer, ob die dann aus dem Itempool raus sind. Weiß das jemand von euch? Das habe ich dann nicht so ganz begriffen, ob die dann raus sind. Cool wäre es, weil dann wird es recht schnell gehen, dass wir irgendwas bekommen. Dann dürfte es nämlich irgendwann nur noch Space-Items geben. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, gut. Oh, da ist er. Ich habe gedacht, er wäre weg. Scheiße. Alles gut. Der Keybomb wäre froh, aber ich wäre nicht froh, denn dann könnte ich den Game Break vergessen. Was habe ich denn eigentlich jetzt? Warum habe ich denn eigentlich gar keine Items mehr? Hä? Aber manchmal verstehe ich das nicht. Ich finde die meisten scheiße, die meisten Bums. So. Warum kriege ich die Items immer wieder abgezogen? Ich verstehe das nicht. Warum habe ich nur zwei Items jetzt? Ich habe nur zwei Items. Drei Items. Unfassbar. Ah, stimmt, weil du immer nur Breakfast bekommst, stimmt. Aber dann müsst ihr ja Breakfast. Ach, wird angezeigt, okay. Verstanden.
Frage ist, dann kommen die Spacebar-Items nochmal. Wenn ich sie schon einmal hatte und mit dem D100 wieder gewürfelt habe, was ist die Frage? Also bisher war, glaube ich, keins doppelt. Bisher ist mir noch keins doppelt vorgekommen, irgendwie. Und ich habe noch nicht eine Two of Diamonds Karte. Nicht eine einzige. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hier hatte ich schon. Ich glaube, das Anarchist Cookbook hatte ich schon. Bin mir aber nicht sicher. Ja, Card Against Humanity wäre auch nice. Oh ja, jetzt geht's in Space-Items an den Kragen. Jetzt kommen nur noch die... kommen nur noch HP-Ups. Die ich natürlich nicht mitnehmen darf jetzt. Denn die verschwinden ja dann. Ja, den Space-Item geht's an den Kragen so langsam. Das heißt, Delirious oder Delirious müsste ja bald mal auftauchen dann irgendwann, ne? Oder kommt jetzt nur noch HP-Ups? Es können nicht alle Space-Items weg sein. Ah, die ändern sich dann aber nimmer, oder? So wie es aussieht. Das System noch nicht so ganz verstanden. Mit welchem Item? Mit Delirious? Also HP-Up bleibt HP-Up, so wie es aussieht, ne? Da ändert sich nichts mehr dran. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt halt noch Chaos habe, weil Chaos ist ja halt weg durch den D100, ne? Oh, lass mich da mal hin. Ich will eigentlich nur noch die Blank Card jetzt. Also das bleibt hier. HP-Ups bleiben HP-Ups. Schade. Kommen dann nur noch HP-Ups dazu. Das heißt ja aber im Umkehrschluss, ich habe kein Chaos. Sonst würden die anderen ja droppen, oder? Okay. Man braucht Bosse, um kleine Pupis zu töten.
Aber das ist keine offizielle Challenge, ne? Dann hätte ich die ja schon gemacht. Oh, oh, weg hier. Ich verstehe das nicht ganz. Ich habe immer noch so einen Scheiß. Ah, ich habe den Magnet. Leg den mal ab. Also hier kommen nur noch HP-Ups raus. Ich verstehe es zwar nicht warum, weil ich hatte ja Chaos aufgenommen. Two of Diamonds, die haben wir schon mal, das ist gut. Die legen wir mal hier oben hin. HP-Ups raus. Ist ja fies. Das ist ein Kack-Game-Break, so. Ja. Das heißt ja, aber ich muss wieder... Ich sage es halt eh. Ist er dann wieder im Pool drin? Kann ich ihn dann wieder finden? Kann ich dann Chaos wieder finden? Das ist die Frage. Weil ansonsten wäre es ja kacke, ne? Könnte man mit dem D100 ja gar keinen Gamebreak machen. Also ich probiere das jetzt noch ein bisschen, aber wenn ich dann oben immer noch kein... Jetzt werden sie eher langsam wenig Items. Ach, guck mal, hier kann ich noch... Keine Kiste gedroppt? Doch, hier eine. Das ist ja selten dämlich dann, ne? Das ist ja echt blöd. Ich glaube, das geht so echt nicht. Tja, dann werden wir noch eine weitere Woche ohne das Achievement verbringen. Two of Diamonds. Was soll ich machen, ne? Echt blöd. Echt blöd. Nervt auch ein bisschen. Du machst so geile Endlos-Game-Breaks und findest die Dinger einfach nicht. So. Vielleicht liegt es auch an der Ebene. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Na, es droppen wirklich nur noch HP-Ups.
Immer noch in die nächste Ebene. Ach, die Two of Diamonds nehme ich aber mit. Denn wäre ja fies, wenn der Effekt von Chaos weg wäre. Aber der, du keine Chaos-Karten, Sachen mehr finden könntest. Wäre selten dämlich, ne? So viel dazu. Also man kann noch Chaos-Sachen finden. Wir haben Gottheit gefunden. Wir haben Godhead gefunden. Das heißt, die anderen können nicht mehr so weit sein, die anderen Items. Das ist ja schon ein krankes Item. Ich würde es jetzt eigentlich nicht gerne behalten, so wie es ist. Einfach mal gucken, ob hier Kohle. Doch, Kohle kann sowieso im Shop droppen. Einfach mal noch. Den Run mache ich noch fertig jetzt. Kann Godhead im normalen Shop droppen? Normalerweise nicht, oder? Hier sind aber nur ganz normale Sachen. Kaputt und nix. Ich will es eigentlich gar nicht probieren mit Godhead. Hier sowieso nicht. Hier bringt es ja nichts. Geil mit Godhead. Lebt noch was? Hä? Oh, ist das geil. Bloat, tschüss Bloat. Doppelbloat. Nochmal tschüss Bloat. Sieht echt so aus, wie wenn... Aber Godhead ist doch kein... Godhead ist doch kein... Ist doch ein Angel-Deal-Item, oder? Das ist sehr dubios. Das ist sehr, sehr dubios. So, letzte Aktion für heute hier. Sonst haben wir halt Pech gehabt. Ich kann donaten. Super. Donation Machine im Creed Mode, auch sehr geil. Es kommt nur noch so Zeugs hier. Da ist auf jeden Fall eine Batterie, also probieren wir es jetzt nochmal, ne? Ist ja klar. Was dabei rauskommt. Na, lass doch die Münzen liegen, Mann.
schon, ne? Deal. Mit 6 Münzen drin. Super. Godhead weg. Naja, da kommt nur noch der Kampfmaus. Jetzt will ich aber mal wissen, was ich nur noch wissen will, ist, ob da oben hier noch was anderes spawnen kann. Das will ich wissen. Oder überhaupt nur hier die ganze Zeit das hier spawnt. Bisher ist es alles Dingenskirchen. Normale Shop-Loot. Ja, aber es ist sau blöd. Das wäre echt selten dämlich. Ist alles nur normaler Shop-Loot. Aber Godhead im Itemraum ist nicht normal. Meiner Meinung nach. Fehlt mir eine Münze. Also irgendwas ist nicht ganz richtig. Irgendwas ist nicht ganz koscher hier. Aber es wird jetzt eh gleich rum sein, also. Two of diamonds. Leider. Scheiße, ne? Scheiße, echt. Oh, das war's. Wahrscheinlich. Oh ne, ich kann auch was machen. So. Ich komme nicht mehr auf den grünen Zweig hier. Oh, noch falsch gekauft. Jetzt ist eh wahrscheinlich rum. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Leider. Scheiße, Mann. Darf doch nicht wahr sein. So lange gekämpft hier.
Ja, können wir den letzten müssen noch donaten, ne? Scheiße. Gibt's das? Also, in Zukunft wieder nur noch das Einzige, was bringt, ein normaler Game Break. Ganz normal mit. Mit. Ah, jetzt kann ich nochmal. Vielleicht gibt es ja nochmal 5 Münzen. Nein, 3. Okay. Einfach ein stinknormaler Game Break. Okay. Leider nein.